Hallo, ich bin der Aaron, der Grillakademie-Leiter hier im Weber Original Store in Gründau. Heute möchte ich euch den neuen Master Touch vorstellen und was den unterscheidet vom alten Master Touch, das seht ihr gleich. So, da haben wir ihn, den neuen Master Touch ET5770. Der Name ist ein bisschen anders geworden als die letzten Jahre, wobei man aber auch ganz klar sieht, ein paar Neuerungen sind, ein paar ausschlaggebende Neuerungen. Man hat jetzt dieses Jahr ein Deckelscharnier mit dabei, was das Öffnen unheimlich erleichtert. Man hat hier eine iGrill-Halterung, gerade für das Grillen mit Thermometer, super einfach, denn hier kann man seine Fühler schön reinhängen, kann das iGrill dementsprechend ablegen und hat so nichts mehr am Grill hängen. Hier innen drin sind die Lüftungsschlitze ein bisschen aufgebohrt, ein bisschen größer geworden, was das Garn im Niedrigtemperaturbereich wesentlich einfacher macht. Zudem ist es so, dass hier unten die Einstellmöglichkeiten einfacher geworden sind. Man hat einen Bereich, wo komplett geöffnet ist. Man hat einen separaten Einsteller für nur zum Räuchern, für Niedrigtemperatur, und man hat einen Punkt zum Ausmachen. Somit ist es für jeden ein bisschen einfacher mit dieser gesamten Lüftungseinstellung. Auch eine gute Neuerung dieses Jahr ist der Kohlering. Der Kohlering ist dafür da, dass, wenn man gerade im Niedertemperaturbereich arbeiten möchte, mit Kohle, die an ist und Kohle, die aus ist, damit man einen größeren indirekten Bereich hat. Sprich, der Kohlering liegt drinnen, die Glut brennt nach außen durch und das Ganze wird dann abgedeckt durch diese Edelstahlplatte. So, nichtsdestotrotz sind die allseits beliebten Kohlekörbe mit dabei, wo hauptsächlich das indirekte Garn, was die Kohleverschiebung ein bisschen einfacher machen, dass man die nach rechts, nach links, nach oben, nach unten verschieben kann. Was ein bisschen Ungewöhnung meinerseits am Anfang erforderte, dass der Deckel hinten über das linke Rad geöffnet wird. Das heißt, wenn man die Glut sich anordnen möchte, muss man ein bisschen auf das Deckelthermometer achten, denn das Deckelthermometer ist leicht nach rechts versetzt. So, hier haben wir jetzt nochmal beide Modelle stehen. Somit kann man auch ganz gut vergleichen, wenn sie direkt nebeneinander stehen, was denn hier wirklich die Unterschiede ist. Ich habe es vorhin kurz mal erwähnt, mit dem Deckel, der automatisch zu öffnen ist, mit diesem Deckelscharnier. Beim alten muss man das noch mal in der Hand machen. Dafür hat man den Vorteil, beim alten tatsächlich, man kann das Thermometer hinschieben, wo man möchte. Beim neuen ist es fix gesetzt. Trotzdem ist bei beiden Grills auch der Drehspieß möglich. Das heißt, das Deckelscharnier bzw. der Deckel ist hier durch eine einfache Umdrehung aus der Hand auskugelbar. Man kann ihn einfach abnehmen. Somit ist es möglich, einen Drehspießaufsatz draufzusetzen und den Deckel dann trotzdem draufzuhängen. Auch ganz klar im Fokus steht die iGrill-Halterung, was ich auch gerade wieder erwähnt hatte. Hier haben wir keine dran, hier haben wir eine dran, für den ambitionierten Griller wesentlich einfacher. Und nochmal, wenn man unten hinguckt, die Lüftungseinstellung auch wesentlich einfacher, ja, mit diesen vorgegebenen Punkten, die hier auf diesem alten Modell nicht drauf sind. Trotzdem hat man natürlich die Vorteile eines Edelstahlrostes bei beiden Modellen. Trotzdem hat man die Vorteile eines GBS-Rostes, wo jegliche Systemeinsätze vom Wok über den Schmortopf bis hin zum Waffeleisen untereinander kombinierbar sind. So, nachfolgend von der Theorie, ja, geht es jetzt zur Praxis. Praxis, natürlich sind Grills dafür da, um sie zu benutzen. Hier werden wir jetzt mal zwei ordentliche US-Nebraska Steaks darauf grillen. Und wie das wird auf dem neuen Grill, das seht ihr. So, nach circa 1 bis 2 Minuten, je nach Fettmarmorierung, ist es soweit. Wir gucken mal nach unserem Fleisch und tatsächlich sieht wahnsinnig gut aus. Drehen es um und lassen es noch mal ein bisschen Röstaromen annehmen. So, jetzt schauen wir danach. Legen unser Fleisch zur Seite, Fettrand nach innen und setzen unser Thermometer rein. So, das iGrill zeigt uns jetzt 52 Grad, wie hier ganz klar zu sehen ist. Das heißt, wir gucken mal nach unserem Steak, wie weit es ist.
Und wie das jetzt innen drin aussieht, das zeige ich euch. So, wir waren jetzt bei einer Kerntemperatur von 52 Grad, haben das Fleisch noch 10 Minuten abruhen lassen bei Raumtemperatur. Und jetzt gucken wir mal, wie es geworden ist. So, jetzt nochmal ein Fazit zu unserem Master Touch. Wir haben das Deckelscharnier dabei, wir haben die Deflektorplatte dabei, wir haben den Edelstahlrost mit dabei. In einem Kombinationspaket gibt es sogar mit Sear Grade. Ich finde ein sehr, sehr gelungenes Grillmodell. Mein persönliches Highlight ist die Grillhalterung, die iGrill-Halterung für das Thermometer. Sehr gelungen, ja. Vom Händler aus gibt es 10 Jahre Garantie auf alle Produkte, ja, beziehungsweise auf alle Teile in diesem Grill. Gewisse Angebote findet ihr auf unserer Internetseite, die euch eingeblendet wird. Damit wünsche ich mir, dass man sich vielleicht wieder sieht hier im Store oder ihr kauft euch einen und bis dahin gut oder auch.